kleine Portionen. Ich esse wirklich kleine Portionen, verteilt über den ganzen Tag. Und ich habe keinen großen Hunger, sagte ein Kunde beim Krafttraining neulich. Der andere sagt, er macht Keto. Und der dritte zu guter Letzt meint, und das kommt wirklich sehr häufig vor, er macht Low Carb und sieht Cookies und Cakes überall. Auch nach dem Essen und kann sich zu nichts motivieren. Wie kann es sein, dass jemand, der wenig isst, einen großen Bauchumfang hat oder jemand, der die guten Sachen isst, wenig Energie hat? In diesem Video erfährst du, welche Stoffwechseltypen es gibt und wie du deinen Körper zwingen kannst, mehr Fett zu verbrennen und weniger Muskeln abzubauen, ohne weniger zu essen, sondern das Richtige. Hi, mein Name ist Segle und ich sorge dafür, dass Aurum-Kunden neben ihrer wöchentlichen Krafttrainingsroutine bei Aurum einfache Antworten auf komplexe Fragen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden erhalten. Zum Beispiel, ist dein Stoffwechsel eingeschlafen oder warum Jogging und Wandern zum Muskelschwund beitragen? Also ein eingeschlafener Stoffwechsel in dem Sinn meint herkömmlich, ich verbrauche über 24 Stunden eine geringe Menge an Kalorien. Je nach Körpergewicht, Alter, Geschlecht, Muskelmasse gibt es halt einen rechnerischen Grundumsatz, den man für jede Person berechnen kann. Und wenn jetzt diese Person 1800 Kilokalorien rechnerisch als Grundumsatz hätte, aber hat in Wirklichkeit nur 1400, dann ist das ein langsamer Stoffwechsel. Weil ja, wie die Person ja 400 Kalorien weniger verbraucht den ganzen Tag über, als sie rein Rechenmodell sollte. Zwischenfrage, wie weißt du genau, was der Grundumsatz einer Person ist? Oder wie kann eine Person wissen, was der Grundumsatz ist? Müsste man eigentlich eine Sauerstoffaufnahmemessung machen. Im nüchternen Zustand, die ist auch störanfällig. Ich mache es eigentlich meistens so, wenn ich so Hardcore-Leute habe, die wirklich nicht abnehmen, die schreiben zwei Wochen alles auf, plus Gewichtsverlauf. Und wenn dann rauskommt, die Person isst tatsächlich nur 1200 Kalorien und nimmt nicht ab, und dann weiß ich, aber eigentlich müsste es 1600 sein, dann weiß ich, diese Person hat einen langsamen Stoffwechsel. Es ist ungefähr einer von 500. Eine Person von 500, wo ich wirklich sage, diese Person hat die Arschkarte gezogen, hat aus welchen Gründen, die ich nicht kenne, einen viel zu langsamen Stoffwechsel. Die haben dann auch komischerweise keinen Hunger, wenn man die auf wenig Kalorien setzt. Nicht nur, dass die nicht abnehmen, die haben aber auch keinen Hunger, weil sie einfach, das Standgas ist viel tiefer eingestellt. Die haben dann 3 Liter Hubraum, aber sie brauchen trotzdem nur 3 Liter Sprit und nicht 8 oder 9, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist natürlich ein Faktor, der dann lebenslang zur Gewichtszunahme begünstigt. Und was wir aber ändern können, ist der Anteil der Muskelmasse. Also wenn ich bei einem gegebenen Gewicht eine hohe Muskelmasse habe, verbrenne ich mehr Kalorien über 24 Stunden, egal was ich mache, wie eine Person mit mehr Fett und dafür weniger Muskeln. Das heißt, Muskelmasse erhöhen ist immer eine gute Strategie, auch meinen Grundumsatz, Energieverbrauch über 24 Stunden anzuheben. Dauert halt ein bisschen, bis ich mal ein paar Kilo mehr Muskeln habe, bis es dann relevant wird, aber dann wirkt es auch 24 Stunden am Tag. Ja, und die Muskeln haben auch noch ein paar andere nette Nebeneffekte. Und jetzt gibt es natürlich beim Stoffwechsel auch so Zwischentypen. Ich habe natürlich welche, wo das Insulin sehr hoch ist, die Leberenzyme erhöht sind Richtung Fettleber. Das wäre so der klassische Nicht-Kohlenhydrat-Typ. Den empfehle ich dann aber dementsprechend nicht mehr Fett, sondern viel Eiweiß als Muskelschutz beim Abnehmen. Und das Fett halte ich auch relativ tief, weil die wollen ja abnehmen. Also wenn ich jetzt jemanden 120 Gramm Fett am Tag essen lasse, und der Körper verbrennt im Durchschnitt vielleicht auch nur 100 bis 120 Gramm Fett aus den körpereigenen Reserven, dann ist es doch netto 0 auf 0. Dann bleibt das Gewicht stehen, obwohl er keine Kohlenhydrate isst. Also den muss ich vom Fett schon auch ein bisschen zurücknehmen, vielleicht auch 50, 60 Gramm Fett, dass netto auch ein Gesamtfettverlust in der Bilanz des Körpers bleibt. Deswegen Fetttyp wäre jetzt für mich so ein Spezialfall, wo man sagt, ich gebe der Person bewusst keine Kohlenhydrate und sehr viel Fett, weil ich im Winter bei einem Ausdauersportler den Fettstoffwechsel noch schneller triggern will.
wäre für mich so eine Spezialsituation. Ja, in welchem Fall würdest du das machen? Also wieso würde man das machen wollen? Oder wenn ein Ausdauerathlet eigentlich mit Kohlenhydrate gut umgeht? Wenn er im Winter Off-Season quasi den Fettstoffwechsel trainieren will, kann man ihm, indem man dem Körper besonders viel Fett gibt und die Kohlenhydrate vorenthält, die Anpassungsprozesse noch schneller machen. Das wäre für mich so eine Situation. Es gibt gewisse Epilepsieformen, die sprechen auf eine ketogene Diät sehr gut an, fliegen die Kohlenhydrate auch raus, logisch. Es wird diskutiert bei Demenz, Parkinson, Alzheimer, bei geistigem Abbau, inwiefern die Ketonkörper bei einer Low-Carb-Kost eventuell gehirnschützend sind. Ja, aber da hört es dann eigentlich auf. Weil die meisten, die Eiweiß und Fett brauchen und wenig Kohlenhydrate, sind ja viel viszerales Fett, wenig Sport und wollen abnehmen. Und dann kann ich die ja nicht mit Fett voll pumpen bis oben hin. Und dann ein bisschen Fett schon, aber ich muss am Ende immer noch von der Energiebilanz negativ sein, weil das ist das Allerwichtigste. Ich kann beim Fett bleiben, oder? Ja. Diese Grundregel und mit dem eigene Fett wird nicht verbrannt. Und eigentlich, wenn ich den Carb-Typ bin, heißt es auch, mein Stoffwechsel fährt ein bisschen runter. Genau. Und du stehst schlechter da, wie mit dem Kohlenhydraten. Das ist so spannend. Kannst du das doch mal so irgendwie sagen? Weil das ist genau, was ich auch früher immer gedacht habe, wenn ich Low-Carb fahre. Das ist doch das Beste. Insulin gilt ja als Speicherhormon. Insulin verhindert den Fettabbau und fördert den Fettaufbau. Realität, das tut es nur in großen Mengen. Und bei Gesunden entstehen solche großen Mengen nach dem Essen praktisch nie. Bei denen mit viel viszeralem Fett natürlich schon. Aber wenn ich jetzt abnehmen will, dann kann ich nicht sagen, ich esse keine Kohlenhydrate, also bleibt mein Insulin tief, also muss ich ja Fett verbrennen. Ja, du verbrennst auch Fett, aber wenn du den ganzen Tag 150 Gramm Fett isst und 150 Gramm Fett verbrennst, dann bist du aber von deiner Bilanz jeden Tag genauso fett wie vorher. Also tiefes Insulin, Fettverbrennung heißt, ja, aber dann führe ich doch nicht noch extra Fett von außen zu, um den Prozess des Fettabbaus zu verlangsamen. Macht für mich keinen Sinn. Klar, gesunde Fette, Omega-3 und vielleicht ein bisschen Olivenöl, logisch. Aber ich mache doch nicht extra Speck und Butter irgendwo dran. Das macht für mich keinen Sinn beim Abnehmen. Weil die Kalorienbilanz muss negativ sein. Und Fett hat 9 Kilokalorien pro Gramm. Da komme ich ziemlich schnell auf sehr hohe Werte. Vorgestern hatte ich eine, die hat das mal richtig genau getrackt. Und da habe ich habe zu ihr vorher gesagt, unter 30 Gramm Fett am Tag ist echt richtig schwer. Das hat sie mir dann bestätigt und dann hat sie gesagt, wenn ich mal ein bisschen lockerer ist, Thorsten, ich bin ja sofort bei 70, 80 Gramm. Das merkst du ja, jetzt weiß ich erstmal, wo überall Fett drin ist. Das war mir überhaupt nicht klar. Sag ich, ja, das ist das Problem. Und wenn es viel Fett hat, muss ich das Fett ja auch verbrennen, sonst wird es ja eingelagert. Und dann sind wir am Ende wieder, wenn ich keine Kalorien im Balance habe, also wenn ich keine negative Kalorienbilanz habe, hat der Körper keine Notwendigkeit, an irgendwelche Reserven zu gehen. Wenn ich 200 Kalorien mehr verbrauche, als ich esse, muss der Körper diese 200 Kalorien aus Depots decken. Fettdepots? Muskeldepots. Muskeldepots wollen wir eigentlich nicht abbauen. Brauche ich eine erhöhte Eiweißzufuhr? 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wäre beim Abnehmen eine schöne Zahl. Und ich brauche Krafttraining, damit der Körper merkt, oh, 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 die Muskeln werden ganz schön gebraucht. Da muss ich doch das blöde Fett als Reservestoff abbauen. Also so zwinge ich den Körper quasi, mehr Fett und weniger Muskeln zu verlieren mit mehr Eiweiß essen und regelmäßig Krafttraining. Also man bringt dem Körper bei, Fett zu verbrennen. Man zwingt den quasi, weil man ihm jedes Signal für den Muskelschutz gibt. Wenn ich jetzt einfach nur joggen gehe, dann verbrenne ich natürlich mehr Kalorien. Ich vergrößere vielleicht auch meine negative Energiebilanz. Aber dann verliere ich auch mehr Muskeln, weil der Körper hat ja keinen Reiz vom Joggen, die Muskelmasse zu erhalten. Und das ist immer das mit dem Joggen, das ist ja für die Beine. Ein Krafttrainingsreiz für die Beine oder überhaupt für einen Muskel darf maximal 90 Sekunden dauern. Besser 60. Wenn ich das länger schaffe, eine Belastung als 90 Sekunden,
dann ist das für den Muskel kein Muskelaufbaureiz, sondern ein Kraftausdauerreiz. Beziehungsweise vielleicht, wenn es große Muskelgruppen sind, sogar schon ein Herz-Kreislauf-Trainingsreiz. Also Krafttraining ist immer irgendeine Belastung, wo ich nach spätestens 90 Sekunden abbrechen muss. Das verwechseln die Leute. Deswegen kann ich vom Wandern keine Muskeln aufbauen, vom Joggen keine Muskeln aufbauen, vom stundenlang easy Velofahren keine Muskeln aufbauen. Das funktioniert nicht. Wie kann jemand sich so einschätzen? Bin ich jetzt eben ein Kohlenhydrat-Typ oder nicht? Oder bin ich dieser Inzwischen-Typ? Ich kann natürlich jeden Menschen im Stoffwechsel beeinflussen. Der Mensch ist so hoch evolutionär entwickelt, dass er sich auf jedes Food-Angebot einstellen kann. Also wenn wir beide jetzt 6 Wochen lang nur noch Fett und Eiweiß essen, ganz konsequent, dann haben wir danach eine super hohe Fettverbrennung in Ruhe. Das heißt, der Körper wird praktisch seine gesamte Energie aus Fett und Ketonkörpern, die dann noch entstehen, decken und die Zuckerverbrennung fährt auf Null runter. Dann sind wir perfekt an dieses Angebot angepasst. Wenn wir jetzt anfangen, nur noch Pasta ohne Öl und nur noch Weißbrot zu essen, 6 Wochen lang, werden wir in Ruhe nur Zucker verbrennen und kein Fett. Unser Ruhestoffwechsel hat sich angepasst, genau das zu verbrennen, was er ständig kriegt. Und jetzt sagen natürlich manche, okay, wenn ich jetzt Fett und Eiweiß ganz konsequent mache, dann verbrenne ich besser Fett. Und unter Belastung beim Sport brauche ich ja irgendwann auch Fett, weil meine Kohlenhydratspeicher leer sind. Also trainiere ich meinen Stoffwechsel vorher auf Fett und dann kann ich länger laufen. Ist im Prinzip nicht ganz falsch, aber man hat gesehen bei Triathleten, wenn die so eine Fett-Eiweiß-Kost machen, die sind im langen, niedrigintensiven Bereich wirklich besser, weil sie besser Fett verbrennen können. Aber wenn es einen Anstieg am Berg gibt oder einen Zwischensport, dann muss der Körper auf Kohlenhydrate umswitchen, weil da kann er pro Liter Sauerstoff mehr Energie gewinnen. Also ich kann mit dem gleichen Atemvolumen mehr Kalorien produzieren, wenn ich Kohlenhydrate verbrenne. Das heißt, ich werde auf den moderaten Intensitäten mit viel Fett besser, bei den hohen Spitzenbelastungen schlechter. Und natürlich kann ich dann einen Triathlon Ironman machen mit, keine Ahnung, 11 Stunden, nur mit Fett und Eiweiß. Aber unter 8? No way. Die machen es vielleicht mal in der Vorbereitung, die Welt-Top-Triathleten, im Rahmen eines Fettstoffwechseltrainings, aber unter Belastung brauchen die maximale Intensität und damit auch maximal viel Kohlenhydrate. Mhm. Deswegen halte ich auch von diesen Messungen nichts, wo man in so ein Röhrchen reinatmet eine Minute und dann zeigt es einem an, wie viel Fett und Kohlenhydrate man verbraucht. Das ist eine Momentaufnahme. Wenn ich das früh morgens nüchtern mache, ist es eine ganz andere Zahl wie nach Marmeladenbrötchen zum Frühstück. Wenn ich 4 Stunden nichts gegessen habe, ist was anderes, als wenn ich gerade eine Cola getrunken hätte. Es ist eine Momentaufnahme, die extrem störanfällig ist. Deswegen finde ich sowas immer ein bisschen schwierig anzubieten. Mhm. Also unser Stoffwechsel ist schon ziemlich flexibel und er passt sich halt im Wesentlichen darauf an, was er bekommt. Aber es geht ja in der Ernährungsberatung immer darum, dem Körper das zu geben, wo er am besten funktioniert, wo sich die Person am wohlsten fühlt. Keine Hungerattacken und so weiter. Und was langfristig am besten für die Gesundheit ist. Und das ist halt dann einfach durchaus sehr unterschiedlich. Beziehungsweise ich muss ja aus den Laborwerten, kann ich mir immer so ein theoretisches Nährstoffverteilungskonstrukt ausdenken, aber ich muss es an die soziale Situation der Person anpassen. Frau mit 2 Kindern ist halt was anderes als Topmanager, der ständig auf Reisen ist. Wenn der viel Sport macht, muss ich es ganz anders machen, wie einer, der sagt, ich gehe nur am Sonntag spazieren. Ich esse ganz viel in Restaurants, ich bin ein Genießer, nein, ich koche alles selber. Und da muss ich dann versuchen, Kompromisse zu finden, damit es immer noch zu der Laboranalyse ganz gut passt, die Person aber nicht das Gefühl hat, sie ist jetzt in ein völlig anderes Leben geworfen. Klar, da muss man dann Step by Step vorgehen. Und wie kann ich eben als junge Mutter oder testosterongetriebene Manager mich einschätzen?
Wie kann ich wissen, von was, wie ich jetzt so in meinem Alltag oder ohne jetzt irgendwelche Tests zu machen? Es ist eigentlich relativ einfach. Je mehr Bauchumfang ich habe und je weniger Sport ich mache, umso schlechter die Kohlenhydrate für mich. Also wenn ich jetzt als Mann deutlich über 102 cm Bauch habe, als Frau über 88 und Sport kenne ich eigentlich nur von ab und zu mal am Sonntag 10 Minuten laufen, dann würde ich sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Kohlenhydrate nicht gut. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt aus dem Ausdauersport, dann mache ich die Laboranalyse eigentlich mehr so zu meiner Bestätigung, weil ich weiß, der trainiert 20 Stunden die Woche, der ist unter 10% Körperfett, der ist garantiert Kohlenhydrattyp. Aber vielleicht will er es mir nicht glauben, ich lasse ihn ins Labor gehen und dann kann ich es ihm zeigen. Also wenn ich viel Sport mache, wenig Körperfett habe, schmalen Bauchumfang, dann sind Kohlenhydrate ganz sicher nicht mein Feind. Wenn ich als so Kohlenhydratentyp versuche, so halb so Low Carb zu machen, oder? Wie lange funktioniert das? Und was passiert irgendwann nach 2-3 Jahren? Also wenn ich als Kohlenhydrattyp Low Carb mache, hängt es eigentlich nur von meiner Willenskraft ab, wie lange ich das schaffe. Prinzipiell kann ich das immer machen. Ich werde halt ständig Hunger haben, insbesondere auf was Süßes. Also ich werde überall Gurzli sehen. Ich werde nicht gut abnehmen, weil mein Stoffwechsel wird ja dann langsamer ohne Kohlenhydrate. Und ich werde das Gefühl haben, gerade beim Sport, so schnell schwere Beine und ich habe irgendwie so wenig Energie im Alltag und mir fehlt so der Drive. Vielleicht muss ich mit den Kohlenhydraten noch konsequenter sein. Und dann wird es noch schlimmer. Bis dann mal jemand sagt, Moment, Sie waren da auf dem Holzweg, wir müssen uns mal umtauschen. Und dann passe ich hier durch die Tür nächstes Mal nicht mehr rein. Ich werde dann... Dann sage ich, Sie werden nicht zunehmen, sondern die Energiebilanz negativ ist. Sie können gar nicht mehr werden. Und auf einmal mit mehr Kohlenhydraten merken die, ah, jetzt bin ich endlich mal richtig satt. Oh, jetzt habe ich auch mal Energie. Und das Gewicht fällt. Oder im schlimmsten Fall bei solchen, meistens Frauen, Muskelmasse geht hoch, Fett geht runter, Gewicht bleibt gleich.